Freunde, Skibbe die Toilet Folge 49 ist draußen und wir schauen uns alle Secrets an und alle geheime Botschaften. Bleibt bis zum Ende des Videos dran, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir schauen uns erstmal die Folge so an und gleich alle Secrets, Freunde. Okay, was passiert hier? G-Man kommt angeflogen und macht die Stadt kaputt. Oh mein Gott, Cameraman zeigt einen Daumen nach unten. Oh Gott, der Kettensägen-Toilet-Typ. Oh mein Gott! Wer ist er denn? TV-Man? Oh mein Gott, und er schießt einen Strahl und er fängt an zu brennen. Wer ist er denn, Alter? Oh, das ist der Kettensägen-Typ von der letzten Folge. Oh mein Gott! Er hat einfach mal seinen Fernseher weggetrennt von sich. LOL! Was? Da wird was gesagt, eine geheime Botschaft. Oh mein Gott. Und wir haben so ein Gesicht auf dem Fernseher und er teleportiert sich woanders hin? Leute, was ist das für eine Episode? Sie sind in einem geheimen Labor. Okay, und ein Foto wird dran gezoomt. Leute, was eine Folge. So, das hier ist jetzt die umgedrehte Variante, also rückwärts abgespielt. Und hier sehen wir schon sofort zu Anfang drei Kameras. Das ist ein Symbol von den Titan-Cameras. Und ja, das soll wahrscheinlich eine Anspielung sein auf die Basis oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall wird am Ende da reingezoomt. Kann sein, dass das in der nächsten Episode irgendwas Wichtiges sein wird, denn Folge 50 steht ja bevor und kann sein, dass wir so einen Dreifach-Kopf-Cameraman sehen werden. Wer weiß. Okay, dann geht's weiter in der Basis. Und zwar sehen wir hier, das fand ich auch ganz interessant, wurde wahrscheinlich Cameraman hin teleportiert. Wir sehen nämlich hier, dass ein TV-Man auch aus einem Nebel herauskommt und das kann der Cameraman sein, der vielleicht am Anfang da war oder so, keine Ahnung. War ja einer, der wurde ein bisschen verletzt. Hier im Updance nichts Besonderes. Eine geheime Botschaft soll wohl auch am Start sein. Und was ich ganz interessant finde, ist einmal das hier. Und zwar ist das ein neuer Charakter. Das ist mir gerade gar nicht so aufgefallen. Das ist nämlich TV Girl. Ja, TV Girl scheint wohl einen sehr alten Fernsehstil zu haben. Finde ich sehr interessant. Und sonst sieht man hier im Hintergrund nichts Besonderes. Genau, TV Girl ist also auch am Start. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hier kommt eine geheime Botschaft. Im Hintergrund sehen wir auch sehr, sehr viele Skibbity Toilets. Aber hören wir uns erstmal an, was TV Girl sagt. Ja, man hat es jetzt schon gehört. Ich spiele es nochmal ab. Also, es wird spekuliert, dass es entweder sein soll, we go oder we leave. Oder leave now. Irgendwie sowas. Ich vermute, es heißt we go, also wir gehen. Weil kurz daraufhin, wenn man sich das mal anschaut, ja, teleportieren die sich halt weg. Genau. Dementsprechend, ich vermute, es heißt we go. Ist so meine Vermutung zumindest. So, ansonsten sehen wir, TV Girl hat eine ganz entscheidende Fähigkeit. Und zwar kann TV Girl einfach mal den Kopf trennen, beziehungsweise den Fernseher trennen, vergleichbar mit der Parasitenfähigkeit und kann daraufhin andere kontrollieren. Also das ist schon ein sehr, sehr krasser Skill. Wir sehen hier, der Fernseher fliegt weg zu den, jetzt sieht man es auch nochmal, Sägen Skibbity Toilets, man. Man sieht nämlich hier, sind nämlich blaue Blitze am Start, dass quasi dieser Typ kontrolliert wird. Okay. Und wie gesagt, es ist rückwärts abgespielt, deswegen ja, ist es ein bisschen anders. Oh ja, und da sehen wir auch TV Girl schießt einen orangen Strahl auf die Sägentoilette. Und das war kurz bevor die abhauen. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn für ein Typ? Also sieht schon sehr, sehr krass aus mit Kamera ausgerüstet, also Webcam, Säge, irgendwelche Haken, also hier oben noch eine Kamera. Also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr krasser Skibbity Toilet Typ. Ja, okay, okay.
Hier habe ich jetzt auch nichts Besonderes gesehen. Ja, okay, gut. Er zeigt, also Cameraman zeigt am Anfang einen Daumen nach oben. Ich hoffe natürlich, ihr habt einen Daumen nach oben gegeben, Leute. Das hilft meinem Kanal, wie gesagt, sehr. Aber er zeigt Daumen nach unten. Wahrscheinlich, weil die Situation sehr schlecht aussieht. Und ich glaube, er ist auch der Typ, der nämlich hier rüber teleportiert wird. Also der Typ, der quasi diesen Daumen nach unten zeigt, müsste der Typ hier unten rechts in der Ecke sein. Wenn mich alles täuscht, weil... Ja, würde zumindest Sinn ergeben. Ein anderer taucht ja auch gar nicht auf im Video. Ja, da sehen wir die Stadt. Die ist total zerstört. Ne? Sieht man auch im Hintergrund alles am Brennen. Und G-Man hat komischerweise so gelbe Gläser. Also so eine gelbe Brille am Start. Ist auch sehr ungewöhnlich, aber auf jeden Fall interessant. Genau, und wir sehen, das ist dann quasi das Ende von dieser Folge oder das Anfang von dieser Folge, wie man es nennen möchte. Eine Sache, die wahrscheinlich auch keinem aufgefallen ist, wenn TV-Girl seinen Fernseher losschickt, also hier vorne, zu diesem Segen Skibidi Toilet, sieht man im Hintergrund ganz kurz so einen, ich kann es gar nicht genau beschreiben, ist das ein Banditen Skibidi Toilet Man? Der hat auf jeden Fall so einen Propeller auf dem Kopf, das kann man noch erkennen, aber mehr nicht, weil dann diese Explosion stattfindet. Und auf einmal verschwindet er auch wieder. Dementsprechend ja, sehen wir auf jeden Fall einen geheimen Skibidi-Toilet-Typen im Hintergrund. Wir sehen außerdem kurz bevor die sich wegteleportieren im Hintergrund einen geupgradeten Spider-Toiletten-Skibidi-Toilet, wie man es nennen möchte. Man sieht hier nur so ganz dezent, irgendwas Großes muss es sein. Also die Vermutung liegt nahe, dass es ein geupgradeter Skibidi-Toilet ist. Also als Spinne selbstverständlich. Ich habe noch eine sehr interessante Sache gefunden zu diesem Logo hier. Und zwar ist es wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass Titan Cameraman wieder zurückkommt aus Folge 23. Denn das hier ist einfach mal Folge 23, Freunde. Und in Folge 23 sehen wir hier, dass an Titan Cameraman rumgebastelt wird, um es mal so zu nennen. Und wir sehen nämlich in Folge 23 dieses Logo hier. Man sieht es hier gerade, genau das gleiche Logo haben wir auch einfach mal in Folge 49. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Titan Cameraman in Folge 50 zurückkehrt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Weil, ja, was anderes, also es wird ja extra so rangezoomt am Ende. Deswegen würde alles andere für mich keinen Sinn ergeben. Aber da seid ihr natürlich auch gefragt, also... Ich denke, das ist so die wahrscheinlichste Variante. Und vor allem, was haltet ihr von dieser Theorie? Ich erwarte in Folge 50 ein super krankes Finale. Deswegen bin ich jetzt schon darauf gespannt, was uns in Folge 50 erwarten wird. Und wenn euch diese Arbeit gefällt, dass ich so schnell versuche, die Skibidi Toilet Videos hochzuladen, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Das hilft meinem Kanal wirklich sehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao.